Jalan ist gerade die Treppe heruntergefallen. Ihr könnt es im Inneren des Hauses rumpeln hören. Boltax, 14. Ja. Ich würde erstmal den Silenzio mit dem Zaubern. Das hatten wir ja vereinbart, dass wenn was passiert, der Silenzio gezaubert wird und mach Wie viele den. Aktionen dauert der? Der ist relativ schnell. Ich überlege nur gerade noch, in welcher Art und Weise ich ihn zaubere. Also, da ich ja ein ASP pro Drei, angefangenen 5-Schritt-Radius ausgebe. Nee, nee. zwei, Ja, gut, okay. Ich sage, eins. ja, ich zauber den Silenzium. Moment. Ich sage Welche nur ein. Variante? Naja, in der ganz normalen Variante. Gut. In der Zone. Genau. Ist der stillstehend? Was? Ja. Ich Gut. habe ihn jetzt nicht beweglich gezaubert. Gut, das wollte ich wissen. Dann würfel ihn bitte und wir gehen weiter auf die 17. Die Schützen drehen sich um, sie haben dich gehört. Du bist dir auch im Klaren darüber, dass nicht unbedingt Paktierer, aber vielleicht sind sie auch Paktierer, zumindest verfügen Leugramotte, Paktierer alle über Gefahreninstinkt. Und du kannst über die Bewegung im Haus spüren. Knarzen von alten Holzbohlen und Staub, der langsam herunterrieselt. Und du siehst, wie zwei Gesichter oben auf dem Dachgeschoss auftauchen und dich sehen. Sie haben Arbalonen in der Hand. Zwei Stück. Ballonen. Bitte sag ja oder nein, je nachdem. Wege des Schwertes. Ich guck gerade mal. Arbalonen. Ballonen. Genau, dann ist die 17 durch. Sie ja, haben sich erstmal nur nicht regeltechnisch orientiert, aber sie haben dich jetzt eben gesehen. Wir machen weiter mit 18. Abel mir. Ich bewege mich in Richtung Jalan. Also sehe ich diese Schützen oben auftauchen? Jetzt hast du sie gerade gesehen, ja. Dann würde ich mich außer Schusswerte begeben und mich ins Haus begeben. Ja, dann machst du entweder eine Kletternprobe oder du gehst durch die Tür. Klettern. Dann eine Kletternprobe. Klettern, klettern. Plus 3. Achso, ja, der zu voll, Kampf. aber Ja, geschafft, kann ich ja geschafft, trotzdem nachträglich. geschafft. Ja, Gut, geschafft. dann stehst du auf der Treppe. Die 18 ist durch. Jalan, du bist gerade gestürzt. Was ist Sturz? 2W6 Initiative weniger? Zu Boden stürzen, ja. Überall umreißen. Würfel mal 2W6. Okay. Du liegst am Boden und bist auf der 10. Bevor ich jetzt handeln, ich muss jetzt handeln, ja? Ansonsten hättest du mir es ja vorher gesagt. Ja. Ziehst du die Bahn noch dahin, wo sie sind, oder sind sie genau da? Ja, also dadurch, dass es einfach da dann abgebranntes Gebäude ist, werden sie sich da nicht weiter wirklich bewegen können. Also du kannst jetzt die Köpfe da sehen, sie werden da jetzt stehen bleiben und die Waffen auf dich richten. Moment, die stehen und haben die Dinger in der Hand. Ich wollte gerade sagen, also erstmal sind sie, erstmal sie haben sie sich lagen. Sie lagen eben und haben sich jetzt Jetzt haben sie orientiert. sich umgedreht und Also sind haben weg. sie praktisch ihre Waffen vom Dreibein runtergenommen. Richtig. Aber lohnen muss man auch stützen. Aber noch muss man aufstützen. Ja, sie haben ja Zeit da oben, das alles zu Ah, arrangieren. ich glaube nicht, dass sie Zeit haben. Dass die Geschosse Was willst du tun, fünf. Jalan? Erstmal natürlich in einer Aktion. Also erstmal freie Aktion. Autsch! Flüstern und dann in einer Aktion aufstecken. Das ist eine GE ja schwer. Behinderung, ja. Sehen wir uns zusammen. Die ist gelingt. Hätte ich natürlich auch mal um den Patzer erschweren können, aber soll so passen, mit der 6 reicht das. Dann kannst du wieder aufstehen und. Entdeckung springen mit der nächsten Aktion. Ja, dann hast du deine. Aber dann ist Abel mir im Schussfeld, oder? Abelmir ist sowieso im Schussfeld. Kannst dich halt vorhin stellen. Ich wusste gar nicht, dass die Decken. Ja, wusste ich nicht. Drei, Nee. Ich fange an, die Treppe hoch zu sprinten. Also, ich bewege mich halt nur. Nein, nein, Ist die nein, du Karte. fängst unten an. Du fängst unten an. Das ist nicht gerade hier. Kann ich, okay. Ist die Karte 1 zu 1 oder 1 zu Die 10? Karte ist 1 zu 10. Ah, hier ist die Karte, okay. Dann. Der Taste. Ja, ich bin schon dran. Also kann ich mich meine 70 Schritte. Kann ich eine Athletik reinlegen, oder? Wenn du willst, kannst du auch eine Athletik reinlegen. Ach, das bringt mir nichts. Beim Sprinten würde ich drüber nachdenken, aber so. Gut, dann ist Iserun 19. Ich mache einen um zweimal verkürzten Armatrutz mit 4 Rüstschutz. Der ist gelungen. 10.
Ja, gar nicht mal so gut gewürfelt, aber ja. Reicht? Ja. Denkst du daran, also dass du nicht sprechen kannst? Nee, noch nicht. Nein, also der Zauber ist doch noch nicht durch. Also ich mache den jetzt in einer Aktion durch, hab dann noch eine Aktion und kann dann gleich noch was machen. Ah, fett. Oder hatte Boltax den auch auf eine Aktion verkürzt? Nö, ich hatte ihn nicht verkürzt. Okay. Mhm. Gut, dann ist dein natürlicher Rüstungsschutz jetzt wo? Also ich hatte ja Rüstschutz plus 4 gesagt, ne? Ja. Dann bin ich jetzt bei insgesamt 6 an den meisten Stellen. Wie viel? 4 mal 4, ne? 16 AP. 4 mal 4, genau, minus 3 und dann sind wir bei 13 ASP. Okay. 12 mit einmal einsparen. Gut, dann hast du noch eine Aktion? Das ist korrekt. Mit der würde ich mich dann bewegen. Mhm. Reicht mir die eine Aktion zum Nachklettern oder brauche ich dafür mehr Zeit? Oh, ich habe bei Abel mir habe ich eben auch gesagt, er muss da ordentlich hochklettern. Also ich will da schon ganze zwei Aktionen aufgewendet haben. Ja, alles klar, dann machen wir das so, dann kriegst du deine Probe nächste Kampfrunde. Gut, dann kannst du dich schon mal ranstellen in das Loch. Und dann ist Kiaras. Ja, ich stelle mich auch an das Loch ran und möchte mich positionieren. Orientieren, so war das nicht. Um meine Initiative zu maximieren. Auf die maximalen 6 Punkte. Genau, dann bin ich auf 26. Und dann willst du auch reinklettern? Ja, ich warte praktisch auch draußen direkt am Loch, dass ich dann rein und sofort hochfahre. Gut, Rafim, 21. Ja, ich orientiere mich auch. Kein Geiz. Und danach gehe ich erstmal hier vorne in Deckung, weil ich renne jetzt ja nicht auf Schützen zu. So, dann 21 ist durch. Kiaras hatte sich auch bewegt. Nächste Kampfrunde. Ich habe noch eine freie Aktion. Nee. Mein Zauber geht noch durch. Okay. Nach der zweiten Aktion, ja? Genau. Also ich möchte einfach einen Schritt tun. Ein Schritt? Dann kannst du dich schon mal auf das nächste... Das war meine Intention hier in der Tür. Dann kannst du da nächste Runde anfangen. So, dann passiert jetzt die Stille. Welchen Umkreis? Dann habe ich geschrieben, 8 Meter. 8 Meter. Dann gucken wir uns mal das Schablonenwerkzeug an. 8 Meter. So, wir uns mal eine hellblaue. Ist das nicht ZFW, Schrittradius? Genau. Was waren 12 ZFW? Nee, ZFW Stern. Nee, ZFW-Schritt-Radius, dann mache ich natürlich 12. Ha, das ist vollkommen. Radius rein. Vor allen Dingen. Ja. Also komplett raus, Sonny. Ja. Aber gerade so, ne? Was? 12 Radius? Dann ja. Mache ich 12 Radius, ja. Sorry. 12 Radius. Also 24. 12 sind 24. Genau, dann sind es nicht 2, sondern 3 ASP, die ich dafür zahle. Ganz grob. Zentrum mag jetzt nicht ganz richtig sein. Tatsächlich überhaupt nicht richtig. Und es sind auch nur 9 Schritt. Wieso 9 Schritt? Hab jemand gerade gemessen? Hab ich mich verguckt? Ich glaube, ich habe mich verguckt. 14 und. Warte mal. Warte mal ganz einfach. Ja, doch, da kommt mit 12 Schritt etwa hin. Gut, das ist dann also die Stille, das ist eine Kuppel. Genau, die geht von meinem Kopf aus und dann eine komplette Kugel. Ja, das heißt, pro Stock sind es 3 Meter, dann bist du bis ins dritte Stockwerk bist du dann. Das heißt, der ganze erste Stock ist abgeschirmt, der zweite Stock ist abgeschirmt und das Dach, falls hier noch jemand stehen sollte, dann ist das nicht mehr drin, aber den könnt ihr auch nicht mehr hören. Gut. Also die sind still, aber die dürfen schreien. Danke. Es gibt keine Kommunikation mehr, auch auf einer OT-Ebene nicht. Dann, nächste Kampfrunde, die zweite, Jalan, 11. Wo ist denn hier die nächste Treppe? Die nächste Treppe, dann lauf mal einmal hier rum. Okay. Dann sprinte ich bei einer Aktion. Ich mache vorher eine Athletik. Das ist pro THP Stern sind das dann 0,3 Schritt im Sprint. Also eigentlich 0,1 GS, aber hier dann 0,3. Okay. Aber wie gesagt, 0,3 Schritt. Und dann geht es meine... Stopp. Ja. Kannst du loslassen? Ja. Ich sehe gerade, da kann ich nicht lernen. Warum? Weil hier... Okay, egal. Ja, würfel mal eine Athletikprobe, dann kannst du drüber springen. Kann ich die Athletik von gerade mitnehmen? Nein, okay. Nein. Also gut, dann stich ich. Warte, stopp, hat jemand mitgezählt, wie viel das war? Warte, ich mess nochmal. Das waren 6,2. Das waren 7, ich zähle 7. 7 Meter, also das ist deine erste Aktion Position. Mhm. Ich ziehe an dieser Stelle vor, denn du weißt, dass die Jungs nicht schießen können. Das ist richtig, aber ich habe hier noch mehr Leute.
Sachen. Ich ziehe vor, und zwar kommt ein Famulus 1, 2. Und er stellt sich nur hier hin. Die anderen laufen 1, 2 hier hin. Vor dir, du kannst erkennen, wie ein menschenähnlicher Körper auf dich zugesprintet kommt. Leicht übergewichtig würdest du sagen, du siehst, wie schwarze, gallertartige Blasen an seinem Körper, er ganz übersät ist, als ob er irgendwelche Auswüchse hat. Er hat 4 Arme mit mächtigen Klauen, 2 doch relativ kurze Beine, die sich da herausgebildet haben, und du siehst wohl, wie an einigen Stellen andere Ohren oder Hände rauswachsen, in die Leere schnappen und dann wieder zu Knochen werden, zu Hautfetzen, zu Büscheln oder zu Haaren. Eine Mutprobe bitte. Ja, doch. Ist gerechtfertigt. Ach, komm schon. Jetzt. Gelungen. Gut gelungen. Gelungen. Das sieht gut aus. Dann wirst du durch die Schreckgestalten nicht weiter behindert. Dann würfel ich jetzt trotzdem eine Attacke. Ich muss gerade mal schauen, ob ich den Famulus eingetragen habe. Wahrscheinlich nicht. Habe ich nicht. Dann würfel ich jetzt eine Attacke. Hattest du dein Schwert schon gezogen? Hattest du noch nicht? Nee. Naja, geh hier mit ungezogenem Schwert hier rein. Du wolltest hochschleichen. Wenn ich erwarte, Typen abstechen zu wollen. Nee, du wolltest hochschleichen. Du hast nicht gesagt, dass du... Dann hätte ich es aber unten erst gezogen. Hast du nicht gesagt? Ja, ich dachte, ich hätte eine Hand. Du bist auch runtergefallen. Ja, warte, ich hab gesagt, ich mach mein Schwert locker. Locker, hast, ja. Ja, genau, du hast eine Doppel-20 gewürfelt. Soll es jetzt unten liegen bleiben? Ist das jetzt das, was du mir sagen möchtest? Du hast mir nicht gesagt, dass ich nicht in der Hand habe. Du wirst angegriffen vom Famulus. Er hat getroffen. Möchtest du ausweichen? Moment. Er schlägt dich mit seinen Klauen. Erstmal bewegt er sich mit einer Aktion. Ja. Er ist nicht 8 Phasen vor mir. Das heißt, erstmal bin ich dran. Nee, du hast auf der 11 gezogen, er ist auf der 17 dran. Aber mein Zug ist ja... Er hat vorgezogen. Du musst jetzt bitte ausweichen oder parieren. Nö. Schaden nehme ich. Gut. Dann bekommst du... 2W6 plus 6 sind nur 9 TP. Mhm, so, ne? Achso, muss ich selber. Ein Klauenhieb. Das linke Bein. So, dann habe ich mir hier rausgeschrieben, die Regeln für Niederwerfen. Du musst jetzt bitte eine Körperkraftprobe einmal bitte würfeln. Mhm. Vermute mal... Fuck! Dann verlierst du 2W6 Initiative und die TP übersteigen nicht deine Körperkraft, dementsprechend ist das ist nicht weiter wild. Aber du liegst wieder am Boden und das könnte relevant werden, wenn er jetzt anfängt zu trampeln. Nicht, dass er dies tut, Tim. Gut. Dann darfst du jetzt gerne versuchen, zu handeln. Denn ja. Eine Aktion hast du noch. Ich mache das ganz einfach, ich räume mich wieder die Treppe runter. Bist auf der 6, ne? Ja. Du möchtest jetzt was tun? Naja, ich lieg neben der Treppe. Auf der falschen Seite, du kannst dich hochrollen, genau. Bringt mir nichts. Du kannst dich auch das Loch runterrollen. Ja, mach ich. Gut. Dann roll dich das Loch runter. Du hast aus dem ersten Stock ein bewusster... Wo ist denn das bewusst? Naja, ich rolle mich bewusst das Loch runter. Aber das ist doch kein Sprung. So, 3 Meter sind 3W6 minus 3. Mach mal Körperbeherrschung, wahrscheinlich 3. Bei einem bewussten Sprung, genau. Das ist nicht geschafft. Und selbst, also... A ist die Probe nicht erlaubt und B, Warte, warum ist die Probe nicht erlaubt? Weil es kein bewusster Sprung ist. Es ist egal, es ist kein Sprung, es ist ein Sturz. Ich darf mich in jedem Sturz beherrschen. Gut, ja, würfel die 3W6 minus 3, du kriegst den Schaden jetzt trotzdem. Wir werden sehen. Das sind 3W6, ziehen wir da 3 von ab. Sind nur 8 EP. Richtig. Gut. Dann ist Jalan mit der 6 fertig. Boltax 14. Ja, ich würde mich dann mal bewegen und zwar, das würde ich auch beide Aktionen machen. Meine Zone ist ja feststehend, also würde mich zu Raffin. Ja. Bewegen, warte, ich muss sogar. Wo ist deine Geschwindigkeit? 8. Das ist die erste Aktionposition. Genau. Und in der zweiten würde ich mich dann gerne orientieren. Gut, damit steigt auch deine Initiative.
Ich hatte bisher nur den Pharmonus vorgezogen, der andere hatte sich dann noch bewegt, dann hatte den gesehen. Wir haben aber noch andere Aktionen offen. Wir machen erstmal weiter mit... Die Irrhalkengardisten sind jetzt dran auf der 17. Oben wird auf alle Fälle das Dreibein so gedreht, dass sie jetzt auch auf euch schießen können. Geht einfach mal von aus, dass das in den zwei Aktionen dann oben gelungen sein sollte. Gebt ihnen zusätzlich nochmal eine Körperkraftprobe, eine obligatorische. Mit einer 11 sollen die das geschafft haben. Das heißt, das Dreibein steht jetzt richtig, damit ihr auch zufrieden seid. Dann, die anderen beiden stehen hier und wundern sich über die Stille. Der Offizier, der dabei ist, tritt auch hier heran. Kann jetzt auf alle Fälle Jarlan erkennen. Und die anderen dann mehr oder minder. Abelmir wird wohl, glaube ich, noch ein bisschen verborgen sein. Im Blickwinkel, das bekommt er so nicht hin. Doch, wenn jetzt Abelmir nach oben läuft, könnte das was werden. Dann hatte der Famulus, der hat schon komplett alles gemacht. Dann haben wir hier oben noch 2, 3, 4. Könnt sehen, wie im zweiten Stock noch einer herantritt. Der wird durch den Silenzium nicht abgegrast. Er ruft irgendwas, aber das könnt ihr nicht verstehen. Abelmir, 18. Ich signalisiere, sehe ich Boltax schon? Boltax kannst du jetzt erkennen. Ich signalisiere Boltax auf Attack. Lass den Zauber fallen. Würfel mal bitte Attack. Und zwar ihr beide. Immerhin sind wir im Kampf. Ja. Mhm. Ja, ja. Ich muss gucken, ob ich es überhaupt schon aktiviert habe. Oh, Junge. Ja. Sorry. Die Sprachen waren hier. Na, das sieht schon mal gut aus. Aber ich dachte, mich heute welche Eigenschaften waren das? Ich hab's. Clinch. Oder Clinch-Probe. Ja, gut, okay. Sind eigentlich deine Attribute. Ja, gucken wir mal. Klugheit, Intuition. Nimmst du sonst einfach 3 W20 in die Hand, wenn du es. Ja. Na, ich hab's schon eingetragen. Boah, das sieht gut aus. Ja, du verstehst, was Abelmir dir sagen möchte. Das war eine freie Aktion. Sehen die Schützen mich oben im obersten Stockwerk? Bin ich in ihrer Schussbahn? Ich und Jarlan, ja. Gibt es irgendeine Möglichkeit einer Deckung? Wenn du hochläufst. Wenn ich hochlaufe? Wenn du hochläufst, dann bist du nicht mehr so wirklich im... Dann müsste ich am mindestens bis hier laufen. Genau, genau, an dieser Stelle, da wärst du dann in Sicherheit. Du bist vor den Schützen in Sicherheit. Vor den Schützen. Gut, ich laufe hoch. Ich laufe, ich weiß nicht, entfernt. Ja, genau, kann so 7 Meter. Zieh ich rüber. Etwa da war. Genau. Da so etwa. 7 Meter, konnten wir abmessen. Gut. So, das waren die ersten Aktionen. 3, 2. Ich ducke mich, also mache mich möglichst klein. Gut, ja. Alles klar. In der freien Aktion würde ich dann auch den Zauber gerne fallen lassen. In einer freien Aktion. Ja. Das ohne weiteres möglich. Na ja. Gut, wenn es eine freie Aktion gesehen, ist. Technisch glaube ich nicht mal eine freie. Wenn es eine freie Aktion ist, dann okay. Das ist ein bisschen kritisch, weil du auf der 16 schon gehandelt hattest, aber... Abelmir kann ja vorziehen. Berücksichtige das nächstes Mal. Diese Runde 19. Ja, du wolltest eine Kletternprobe haben, die sollst du jetzt haben. Ja. Eine Aktion hast du schon aufgewendet. Ja, die ist gelungen, dann bin ich jetzt durch. Dann habe ich noch eine Aktion, richtig. Dann würde ich in dieser gerne mein Schwert ziehen und mich daran machen, die Treppe hochzugehen. Hast du schnell ziehen? Nein. Gut, dann dauert das eine Aktion. Kiaras. Ja, sag ich ja. Oh, nee, Kiaras ist noch nicht dran, Raffi. Okay. Weiß ich, dass hier irgendwelche Leute sind? Nö. Du hörst, okay. Du siehst halt Jarlan gerade von oben runterfallen. Aber nach dem Schauspiel gerade eben kann das auch auf einfach Inconvenience geschoben werden. Ja, sehe ich angekaut aus. Über die Treppe kann ich nicht, richtig? Da steht ja jemand. Aber du kannst dann ja auch vorbeirennen, das sollte sicherlich klappen, ja. Okay. Bin ja auch nicht fett. Aber du drei, vielleicht. Ich wollte gerade sagen, ja, was war das denn? Zwei. Ja, nee, ich versuche mal die Leute. Kann ich diese Leute sehen? Die unten oben, nee, kannst du nicht sehen. Okay, die ja, stehen hier beziehungsweise hier über dir. Gehe ich hier hin und möchte mich vor
diesen Leuten in Deckung bringen und möchte gucken, ob ich irgendwas anderes finde als die Treppe, wo ich hochkommen könnte. Du kannst ihn hier kannst du erkennen, aber ansonsten außer der Treppe ist nichts wirklich. Also, so wie er jetzt vielleicht könnte er, also du könntest oder? Hier vielleicht diese Bruchtrümmer. Ach, Moment, wir können den Silenzio mal wegmachen. Ja. Ist ja wieder aufgehoben. Du könntest vielleicht in der Mitte könntest du die mit einer richtig guten Kletternprobe und danach mit einer Akrobatikprobe könntest du dann von diesem Schuttberg meinetwegen dann auch in den ersten Stock springen. Okay, ja gut, das kann ich mir schenken. Warte mal, wie weit bin ich gelaufen? Also ich würde denken, von draußen so könnte er den Famulus sehen, oder? Du siehst, wie hier zwei weitere Gardisten warten. Das ist echt eine Falle. Die rennen stark rein. So, Rafim ist durch. Kieras. Das ist richtig. 26. Obwohl, ich kann auch brüllen. Hier halten, da vorne! Wie gut, dass der Silenzio weg ist. Ja, ich war ja eh nicht mehr drin. Ich meine, die hätten mich da nicht gehört, aber ich hätte es gebrüllt. Kieras. Gute Frage. Ins Offene will ich nicht rennen. Also. Eine Klettern hattest du schon. Du kannst eine Klettern abschließen mit einer Kletternprobe. Ja. Oder. Das. Musst du natürlich nicht. Kannst du auch anders. Kannst auch draußen stehen bleiben. Lauf weg und so schrei, haha, ihr Idioten. Ich überlege, ob ich in den unteren Raum reinrennen will. Ja, das mache ich. Ich benutze beide Aktionen zum Rennen. Das war die erste. Will da rein. Ja. Ja, das waren schon beide. Da drin will ich. Gut. Und mich da schön in Deckung begeben, sodass den ich hier oben, den hier oben kannst du auch erkennen. Der Shield und Luke da gerade rüber ist nur mit dem Schwert bewaffnet, aber den konntest auch du erkennen und du konntest natürlich auch die beiden oben erkennen. Ganz kurz, wenn du dann hier flink einmal vorbeigelaufen bist, aber zumindest bist du dann nicht lange genug in deren Sichtfeld geblieben, damit sie auf dich schießen können. Nächste Kampfrunde. Jalan wäre dran. Stoppe ich sie vor mit meinem Famulus. Okay. Kann man dann was vorziehen? Ja, ich würde den Armatrotz kürzen, Armatrotz wirken. Warte mal. Du bist auf der 18, dann darfst du, ja? Ich würde einen verkürzten Armatrotz, 4-4, Rüstschutz 4. Heißt, der Armatrotz ist plus 5, plus 3 halbiert. Moment. Ja, er ist gelungen. Armatrotz, Schild und Schutz. Es bildet sich eine flimmernde zweite Haut über meinen Körper. Mhm, das hat dich wie viel gekostet? Ich habe ZFP noch übrig. Nee, ich meine jetzt an Aktion, Entschuldigung. Verkürzt sind zwei Aktionen. Zwei Aktionen, dann bist du durch. Noch jemand vorziehen? Ja, ich möchte das gerne machen. Rafim hatte ja, glaube ich, auch auf die Richtung gezeigt, wo die alten Gardisten waren, oder? Ja, natürlich. Cool. Du bist ja auch gerade im Sichtfeld von denen. Ja, genau. Ich hatte ja gerade mein Schwert in der letzten Aktion gezogen. Ich würde jetzt gerne darüber laufen. Ist da eine Tür? Ich kann das gerade nicht so erkennen. Oder ist das so ein offener Durchgang? Oh, hier? Oder? Ja, genau. Dort. Da ist offen. Okay, also ich sehe die jetzt auch. Ja, von deiner Position aus, wenn wir es mal vektorisieren, dass du wirst den erkennen. Die werden jetzt so oder so gleich auch rausstürmen. Gut, ja, dann laufe ich auf die zu. Kann ich sehen, was für eine Bewaffnung die haben? Schwert und Schild, so wie sonst die alten Gardisten auch. Alles Klärchen. Gut, ich bewege mich. Ich könnte heute einen Chip loswerden. Mal wieder. Und mehr als verdient. Ach komm, dieser eine Patzer. Und der zweite Patzer hinterher, meinst du? Möchtest du das in einen Sturmangriff umwandeln? Du kannst natürlich auch warten, bis sie dann hier rausgerannt sind, dann kriegst du sie auch gleich angegriffen. Kannst du natürlich auch machen. Ja, nee, mangels Stromangriff mache ich das nicht. Aber ich möchte halt auch nicht lossprinten, weil die mich sonst rumbatschen. Gut, dann war es, dass du noch im Schussfeld stehst, ja? Tue ich das? Ja, aber du liegst im Schussfeld. Das ist wahr. Aber ich habe auch gleich einen Dämon im Nahkampf. Möchte ich noch weiter bewegen? Ja, ich geh doch lieber nach unten hier raum. Das war jetzt die erste Aktionposition. Das Problem ist, Kiara hat natürlich die einzige Deckung weggenommen. Ja, nee, komm. Ich lauf jetzt den einfach vor die Fresse fertig aus. Was war Sprinten? War das dreifach? Dreifach. Oder? Dreifach. Okay, dann werde ich auf jeden Fall bei denen ankommen. Alles so stelle scheiße. Ich mir nicht ohne Parade, richtig? Ja, ohne Parade. Ich kann ja noch ausweichen, zumindest einmal. So, komm. Keine falsche Scheu. Gut,
glaube, Kaffee und ich sollten vorziehen. Ja, dann zieht gerne vor. Bevor ja, jetzt irgendwas Schreckliches passiert. Ziehen. Wir lassen den Eisbären einfach mal hier hinten. Du hast den. Okay, Entschuldigung. Ich hab Hallo? Nichts gesagt. Dieses Vieh lasse ich nicht zurück. Gut. Lieber lasse ich Jalan hier liegen. Okay. Dann zieht vor. Ja, Keras möchte auf alle Fälle. Keras fängt an. Ja, ich benutze eine Aktion zum Laufen. Ja, einen Meter. Kommst du auf alle Fälle an. Und bewahr das andere für das Verlieren auf. Eigentlich weißt du nicht, dass sie da sind, ne? Es wurden noch keine Rufe. Doch, ich hab doch gerade gerufen. Ah, okay, gut. Das Team hat angesagt. Ich wusste nicht genau, wen er von den vielen Leuten meint. Weil er reingerannt ist, deswegen bin ich gut. Ja, du hast recht. Stimmt, diese Runde ist reingerannt. Das war die erste Aktion. Ja, und dann spare ich mir die andere Aktion. Okay, zum Parieren und ähnlichen genau. Blödsinn. Auf ihn möchte seine Waffe ziehen. Erste Aktion. Ja. Da wir unsere Nee, ich warte, ich ziehe ja eine Waffe vom Rücken. Ich glaube, es sind leider zwei. Gut, dann bist du auch fertig. Das ist zu befürchten. Dann ziehe ich jetzt vor. Ich fange mal mit den Irrhalkengardisten an. Ich überlege gerade die anderen. Die fangen jetzt an, genüsslich auf Jarlan zu zielen, beziehungsweise auf Boltax. Einer so, einer so. Dann der Famulus springt gleich runter. Abelmir, du siehst, wie der Offizier Tess Phobos, du kennst seinen Namen, nicht anfängt zu zaubern. Welcher ist das? Welcher von denen? Dieser hier? Der Hoshi oben. Genau, der Hoshi oben. So, und zwar sprichst du Zayat wahrscheinlich. Ja. Dann würfel mal bitte eine Magiekunde plus 15. Okay. Mit Spezialisierung dämonisch wahrscheinlich nicht. Nee, keine dämonische Zauber. Kann ich das auch machen? Ich meine, wenn der das ruft? Nee. Er muss ja nicht rufen, er muss laut und deutlich sprechen, wie wir letzte Woche festgestellt haben. Ja, genau. Stimmt. Aber ich verstehe jetzt ein bisschen, was er sagt zum Schluss, oder? Zum Schluss. Und zwar fängt er an. Lass mich gerade mal gucken, mit was er anfängt. Bewegung stören hatten wir letztes Mal. Er fängt mit einem Radau an. Und du siehst, wie seine Waffe von seinem Körper gleitet und auf dich zufliegt. Radau wirkt aber, meinst du es nicht so? Ja. Radau wirkt auf ihren Besen und die wirft ihn anschließend auf das Ziel. Werfen. Es muss kein Besen sein, aber Radau wirkt nur auf Holz, glaube ich. Richtig. Radau es muss Holz sein. Ja, dann wird er eine holzerne Waffe nach dir schmeißen.